Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Bohrmuldenschlüssel, einen Flachschlüssel mit so Löchern drin. Und der ist für einen Fahrradakku. Und jetzt musste ich mal eben hier den richtigen dafür besorgen, der dazu passt. Und den frisse ich jetzt mal eben durch und dann kann der Kunde seinen Akku wieder aufschließen oder raus und reinnehmen zum Laden. Und hat auf alle Fälle einen Ersatzschlüssel. Wichtig ist es immer, dass man mal zwei Schlüssel hat, wenn mal irgendwas passiert. Dann kann es immer richtig Probleme geben. Das heißt, man weiß nicht mehr, wo der andere ist. Besser gleich einen neuen machen und den dann beschriften und weglegen. Ich fräse ihn jetzt mal eben durch und dann mal schauen, wie das aussieht.